Er studierte Theologie zunächst in Tübingen und dann in Berlin. In Berlin hat er in kurzer Zeit eine Promotion zum Verständnis der Kirche vollendet und das theologische Examen mit der Note recht gut abgeschlossen. Seine Eigenständigkeit zeigte sich gleich daran, dass er nicht etwa in Berlin, wo er in gewisser Weise hingehörte, das Vikariat machte, sondern gleich einen mutigen Entschluss hatte, nämlich für das Vikariat ins Ausland zu gehen, nämlich nach Spanien. Und so blieb es, dass er eine unbändige Sehnsucht danach hatte, das Weite zu suchen. Die nächste Station war dort sehr bald, dass er in die USA ging und in New York am Union Theological Seminary eine Auslandsstudienzeit hatte. Dabei hatte er zu diesem Zeitpunkt sowohl das zweite theologische Examen bereits abgeschlossen, als auch die theologische Habilitation, das heißt die Befähigung dazu, an der Universität Theologie, in seinem Fall systematische Theologie, zu lehren. Das fing er dann auch gleich nach der Rückkehr aus Amerika an, bis die Möglichkeiten dazu im Zuge des Nazi-Regimes eingeschränkt wurden. Er fand sich gleich auf der Seite der Opposition. Er versuchte, die kirchliche Opposition dazu zu drängen, klarer und eindeutiger zu sein, insbesondere in der Frage nach dem Verhältnis der christlichen Kirchen zu den Juden und deren Bedrängung durch die Nazi-Herrschaft von Anfang an. Die Enttäuschung darüber, wie zögernd sogar die bekennende Kirche in dieser Hinsicht war, trug dazu bei, dass er erneut einen Auslandsaufenthalt dazwischen schob und Pfarrer einer Auslandsgemeinde oder von zwei Auslandsgemeinden in London war. Damit allein konnte er sich nicht beschäftigen. In dieser Zeit war er zugleich in der Friedensbewegung, der christlichen Friedensbewegung tätig und übernahm dort eine besondere Verantwortung für die Jugendarbeit der christlichen Friedensbewegung. Das alles wurde überrollt durch die Machtübernahme von Hitler. Die veränderte seine ganze Situation. Das löste sich insbesondere, zeigte sich das in seiner Entscheidung, von Deutschland nach England in eine Auslandspfarrstelle zu gehen. Er war promoviert und habilitiert, hatte das Recht, an der Universität in Berlin zu lehren, sah sich aber bald äußersten Einschränkungen ausgesetzt, die daran endeten, dass er im Jahre 1936 hinnehmen musste, dass seine Lehrbefugnis ihm entzogen wurde. Er selbst war in dieser Zeit in der bekennenden Kirche verantwortlich für die Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern in einem Predigerseminar, dessen Name dann auch berühmt geworden ist, weil die Zeit in Finkenwalde für die Entwicklung seiner Theologie und seines Denkens eine ganz besondere Bedeutung hatte. Das wurde durchgeführt bis in das Jahr 1939. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Bevor der ausbrach, entschloss Bonhoeffer sich zu einem Auslandsaufenthalt,
in den USA im Sommer 1939 und hatte die existenzielle Erfahrung, dass er zwar in den USA, in New York, herzlich willkommen war, es ihm aber unmöglich war, zuzusehen, wie diejenigen, die er zum Fahrdienst ausgebildet hatte, dort ihren Dienst taten und er in vermeintlicher Sicherheit in New York blieb. Ja, Tage einer existenziellen inneren Auseinandersetzung, die dazu führten, dass er bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit aus den USA wieder nach Deutschland zurückkehrte, in dem klaren Bewusstsein, dass wenn er im Jahre 1939 zurückkommen würde, er Krieg in Europa erleben würde. Sodass es sich gleich mit der Frage verband, ob er dann den Kriegsdienst verweigern würde, wozu er entschlossen war. Da musste er die Probe dafür nicht wirklich darstellen, weil sein Schwager von Donani ihn eingeladen hat und ihm den Weg geöffnet hat, an der militärischen Abwehr teilzunehmen und dort eine Stelle zu übernehmen, die offiziell damit begründet war, dass er so viele internationale Kontakte hatte, dass diese Kontakte die Begründung dafür waren, warum er in dieser exponierten Stelle eingesetzt werden konnte. Im Übrigen eine Stelle, die sich dann bald als eine Stelle des Widerstands darstellte, an der mit Bonhoeffer sein Verwandter und Freund Donani und andere beteiligt waren. Bonhoeffer war bewusst, dass diese Situation, in die er sich begeben hatte, dass ein großes Risiko mit sich birgt. Trotzdem wollte er sein Leben weiterführen, verlobte sich mit Maria von Wedemeyer gegen den Widerstand ihrer Eltern und war aber wenige Wochen später überhaupt nicht mehr imstande, diese neue Lebensform, auf die er hinstrebte, nun auch tatsächlich mit Leben zu erfüllen. Denn kurz darauf, im April 1943, wurde er inhaftiert in Tegel, in einer Situation, die für ihn zum Verzweifeln war. Er versuchte sich daraus herauszuarbeiten, indem er sich dem Gedanken hingab, er könnte literarisch arbeiten im Gefängnis und hat das auch versucht in der Gestalt eines Dramas, in Gestalt einer Familiengeschichte, die er schreiben wollte. Daraus hat er sich wieder freigekämpft, weil er merkte, es wird dabei bleiben, dass er längere Zeit im Gefängnis ist und trotzdem will er arbeiten, und zwar theologisch. Und es entstand dieser außerordentlich spannende Vorgang, dass er im Gefängnis theologische Briefe an seinen Freund Eberhard Bethge geschrieben hat, die ihren Niederschlag erst nach dem Krieg gefunden haben, weil Bethge diese Texte und dann später auch den Dialog zwischen beiden und weitere Texte hinzu unter dem Titel Widerstand und Ergebung veröffentlicht hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Text, der erste Text, der Bonhoeffer als Mensch des Widerstands und zugleich als ein innovativer Theologe mit einer ganz besonderen Anziehungskraft ausstattete, die von den 50er Jahren an zunächst in Deutschland, dann aber auch in der internationalen Ökumene und nach einiger Zeit, man kann es so sagen, mit weltweiter Ausstrahlung versehen war.
Das bestimmte dann auch ganz stark die theologische Bedeutung für Dietrich Bonhoeffer, die man in ganz vielen Hinsichten darstellen kann. Das will ich jetzt nicht tun, weil ich stattdessen die theologische Bedeutung Dietrich Bonhoeffers an einem Beispiel verdeutlichen möchte, das aus der Zeit im Gefängnis stammt. Bonhoeffer schrieb dort ein Essay mit dem Titel Was heißt die Wahrheit sagen? Man geht nicht falsch, wenn man annimmt, das war in gewisser Weise eine Vorbereitung auf die mit der Haft verbundenen Untersuchungen und der Polizei, die sein Leben auseinandernehmen wollten. Und er war sich bewusst, dass er zum Schutz anderer mit, die mit ihm in der Konspiration gearbeitet hatten, dass er aus dem Schutz auch für sie, aber auch im eigenen Interesse, die Wahrheit nicht zu sagen, bereit war, was die Bedeutung seiner Konspiration betraf. Und so war er ganz existenziell mit der Frage beschäftigt, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen. Und darüber schrieb er im Gefängnis. Dadurch war vollkommen klar, dass er dieser Bemühung eine Wende geben musste, die von niemandem irgendwie als die Vorbereitung der Verhöre verstanden werden konnte. Das gibt diesem besonderen Prozess des Nachdenkens über Wahrheit im Gefängnis eine ganz besondere Dichte. Das ist ein Teil dessen, was Bonhoeffer in der Zeit des Widerstands geschrieben hatte und was hinterher veröffentlicht wurde. Mit diesem Stilzugang war die Frage verbunden, ob er eigentlich selbst Bestand halten könnte mit dem, was er tat und auch wie er mit der Wahrheit umgegangen ist. Und deswegen beschäftigte ihn die Frage, wie diese Zeit sein eigenes Leben und das Leben der Freunde verändert hat. Diese selbstkritische Betrachtung mündet in einem Abschnitt, den er unter die Überschrift gestellt hatte, Sind wir noch brauchbar? Unter folgenden Wortlaut. Wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen. Wir sind mit vielen Wassern gewaschen. Wir haben die Künste der Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt. Wir sind durch Erfahrung misstrauisch gegen die Menschen geworden und mussten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben. Wir sind durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden. Sind wir noch brauchbar? Und weiter im Zitat, nicht Genies, nicht Zyniker, nicht Menschenverächter, nicht raffinierte Taktiker, sondern schlichte, einfache, gerade Menschen werden wir brauchen. Wird unsere innere Widerstandskraft gegen das uns aufgezwungene stark genug und unsere Aufrichtigkeit gegen uns selbst schonungslos genug geblieben sein, dass wir den Weg zur Schlichtheit und Gradheit wiederfinden? Als Mitglied der Verschwörung gegen Hitler musste Bonhoeffer seinen Freunden angesichts der Erfahrung beistehen, in Schuld verstrickt zu sein. Dabei war das Problem des Tyrannenmords nicht der einzige Konflikt, der sie belastete. Zugleich stellte sich die Frage nach der eigenen Redlichkeit angesichts der Notwendigkeit, die eigenen Vorhaben zu verheimlichen und brutalste Verbrechen stumm zu beobachten. Es war die Frage nach der Wahrheit, die hinter dieser bohrenden Selbstprüfung stand. Bonhoeffer
Bonhoeffer hat sich schon in seiner Ethik damit beschäftigt und sich, das lohnt angesichts des 300-jährigen Jubiläums der Geburt von Immanuel Kant, hat sich damit ausdrücklich mit der berühmten Behandlung der Frage auseinandergesetzt, der Frage von Kant, ob es ein moralisches Recht dazu gebe, aus Menschenliebe zu lügen. Kant hat dafür den Fall konstruiert, dass ein Mörder mich fragt, ob mein Freund, den er umbringen will, sich in meinem Haus versteckt hält. In der Tradition der Moralphilosophie und Theologie hatte man für einen derartigen Fall die Lüge von der Falschaussage zu unterschieden, die erlaubt sei, um dadurch Menschenleben zu retten und deswegen nicht mit der Lüge gleichgestellt werden könnte. Kant lehnte diese Unterscheidung ab, weil die Maxime, die Wahrheit zugunsten eines höheren Werts zu verletzen, nicht zu einem allgemeinen Gesetz taugt. Vielmehr betrachtete er die Lüge als ein Verbrechen gegen die Menschheit in der eigenen Person. Bonhoeffer attackierte diese Haltung des Königsberger Philosophen als Selbstgerechtigkeit des Gewissens, die in frevelhaftem Übermut mündet und jedes verantwortliche Handeln verhindert. Nach Kants Auffassung hat nicht der Mensch einen Anspruch auf Wahrheit, sondern die Wahrheit hat einen Anspruch auf die Person des Menschen. Bonhoeffer hält dem entgegen, das menschliche Gewissen ist nicht allein durch Prinzipien gebunden, sondern ebenso durch Verantwortung. Verantwortung aber meint, die ganze, der Wirklichkeit angemessene Antwort des Menschen auf den Anspruch Gottes und des Nächsten. Er fügt hinzu, und dieser Satz bezieht sich eindeutig auf die Situation der Verschwörer: Die Weigerung, Schuld zu tragen aus Nächstenliebe, setzt mich in Widerspruch zu meiner in der Wirklichkeit begründeten Verantwortung. Bonhoeffer benutzt diesen Maßstab jedoch nicht als Passepartout. Die Schuldübernahme ist begrenzt durch den Ruf zur Einheit mit mir selbst. Nicht nur die Liebe zu Gott und zum Nächsten, sondern ebenso die Einheit mit mir selbst und in diesem Sinn die Selbstliebe bilden notwendige Dimensionen der Verantwortung. In den Manuskripten zur Ethik, die er bei seiner Inhaftierung zurückließ, hatte Bonhoeffer die Klärung des Verhältnisses von Wahrheit und Verantwortung noch nicht so weit vorangetrieben, wie er das für notwendig hielt. Im Gefängnis machte er sich außerordentlich schwere Vorwürfe darüber, dass er mit seiner Ethik nicht weitergekommen war und versuchte deswegen auch im Gefängnis das, was er unterlassen hatte, nachzuholen. Und das in Gestalt einer Überlegung zu den 10 Geboten. Mehr als einen Monat lang arbeitete er an dieser Frage. Und dabei spielte die Frage nach der Wahrheit und der persönlichen Situation eine riesengroße Rolle. Doch bei aller Aktualität dieses Thema, ich habe das vorhin schon angedeutet, für Bonhoeffer in seiner Situation hatte, war es doch zugleich ein Grundthema menschlicher Existenz. Er notierte eine Reihe von Stichworten, von denen er nur einen Teil behandelte. Sein Essay begann er mit folgenden Worten: Von dem Zeitpunkt unseres Lebens an, in dem wir der Sprache mächtig werden, lehrt man uns, dass unsere Worte wahr sein müssen. Was heißt das? Und wer fordert das von uns? Meine erste Antwort kann heißen: Es ist Gott, dem wir wahrheitsgemäßes Reden schulden. Doch bei dieser Antwort ist zu berücksichtigen, dass Gott nicht ein allgemeines Prinzip, sondern der Lebendige ist, der jeden Menschen in ein lebendiges Leben und den dazugehörigen Dienst stellt. Gerade die Bezugnahme auf Gott verweist auf den konkreten Lebenszusammenhang und die mit ihm verbundenen Beziehungen.
Gerade die Bezugnahme auf Gott verhindert also, die Wahrheit als ein abstraktes Prinzip zu verstehen. Zu den für diese besonders relevanten Beziehungen gehört das Verhältnis zwischen denen, die nach der Wahrheit fragen, und denen, von denen eine Antwort erwartet wird. Diese grundlegende Relation schließt die Frage ein, ob Person A ein moralisches Recht dazu hat, von Person B eine Antwort auf die Frage Q zu erwarten. In Kants Beispiel des Mörders, der Auskunft über den Aufenthalt seines Opfers verlangt, besteht unter dem Gesichtspunkt der relevanten Beziehung kein Anspruch auf eine Antwort. Es kann nur darum gehen, ob B in der Abwehr der Frage eine Lüge vermeidet oder nicht. Bonhoeffer hebt ausdrücklich hervor, dass unfaire Fragen häufig an vulnerable Personen gerichtet werden, denen es zusätzlich an Erfahrung mit solchen Situationen fehlt. Er wählt das anschauliche Beispiel eines Lehrers, der in der Klassengemeinschaft einen Schüler fragt, ob sein Vater Trinker sei. Und er bekräftigt die Überzeugung, dass dies eine illegitime Frage ist und dass deswegen die Notsituation, in die der Schüler gerät, ob er angesichts dieser Frage seinen Vater verraten soll oder nicht, etwas zur Folge hat, was man tatsächlich mit gutem Grund eine Notlüge nennen kann. Wahrheit, und das ist in diesem Zusammenhang bei Bonhoeffer das Entscheidende, ereignet sich in Beziehungen und ist deshalb situationsbezogen. Bonhoeffer hält die übliche Definition, der gemäß der bewusste Widerspruch zwischen Denken und Sagen Lüge sei, für unangemessen. Er stellt ihr eine steile theologische These entgegen, die sagt, und ich zitiere das wörtlich, Lüge ist zuerst die Leugnung Gottes, so wie er sich der Welt bezeugt hat. Lüge ist die Verneinung, Leugnung und wissentliche, willentliche Zerstörung der Wirklichkeit, wie sie von Gott geschaffen ist und in Gott besteht, und zwar soweit dies durch Worte und durch Schweigen geschieht. Unser Wort hat die Bestimmung, in der Einheit mit Gottes Wort das Wirkliches, wie es in Gott ist, auszusagen. Und unser Schweigen soll das Zeichen sein für die Grenze, die dem Wort durch das Wirkliche, wie es in Gott ist, gezogen ist. Bonhoeffer ist von einer harmonischen Vorstellung von der Wirklichkeit denkbar weit entfernt. Es handelt sich nicht um ein einheitliches Ganzes, sondern um einen Zustand der Zerrissenheit und des Widerspruchs mit sich selbst, der der Versöhnung und Heilung bedarf. Bonhoeffer sieht die Aufgabe, die Wahrheit zu sagen, in der Spannung zwischen Konflikt und Versöhnung. Am Ende geht es nicht mehr um die Frage, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen, sondern wie meine Worte wahr werden können. Dafür formulierte drei Maßstäbe. Erstens, indem ich erkenne, wer mich zum Sprechen veranlasst und was mich zum Sprechen berechtigt. Zweitens, indem ich den Ort erkenne, an dem ich stehe. Und drittens, indem ich den Gegenstand, über den ich etwas aussage, in diesen Zusammenhang stelle. Zusammenfassend lässt sich Bonhoeffers Auffassung davon, was es heißt, die Wahrheit zu sagen, in sechs Thesen bündeln. Erstens, die Wahrheit steht für die Offenheit unserer Welt und unserer menschlichen Existenz vor Gott. Wir können über die Wahrheit sprechen, weil die Gotteswirklichkeit durch Jesus Christus in die Weltwirklichkeit eingegangen ist. Zweitens, die Wahrheit hat ihren Ort in den relevanten Beziehungen zu Gott, zur Welt, zu unseren Nächsten und zu uns selbst. Diese Relationalität, in der menschliches Leben sich vollzieht, ist auch für die Frage der Wahrheit, aber auch für viele andere Fragen von großer Bedeutung. Und diese Beziehungen werden bei Bonhoeffer in diesen vier Dimensionen betrachtet. Die Beziehung zu Gott, zur Welt, zu unseren Nächsten
und zu uns selbst. Drittens, die Frage nach der Wahrheit stellt sich in unterschiedlichen Sprachsituationen. Für sie ist die Unterscheidung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten von herausragender Bedeutung. Die Achtung der Wahrheit kann nur unter der Voraussetzung erwartet werden, dass solche Unterscheidungen beachtet werden. Viertens, Wahrheit ist nicht einfach die Übereinstimmung zwischen Sachverhalt und Aussage. Hier liegt vielmehr eine dreifache Relation zugrunde, die die reale Situation, den Fragenden mit seinen Fragen und den Antwortenden mit seinen Stellungnahmen umfasst. Die Wahrheit ist also in die Wirklichkeit eingebettet. Fünftens, Wahrheit bezieht sich auf eine von Konflikten durchzogene Welt. Die Wahrheit zu sagen bedeutet, Konflikte aufzuklären, um so einen Weg zur Versöhnung zu bahnen. Wahrheit zielt auf Versöhnen. Und schließlich sechstens, vergessene Wahrheit kann nicht ein Teil lebendiger Beziehungen sein. Vergessene Wahrheit kann nicht zur Versöhnung beitragen. Es gehört deshalb zum Wesen der Wahrheit, dass sie erinnert wird. Soweit mein Versuch in aller Kürze, aber hoffentlich klar, auch in der Zusammenfassung in diesen sechs Thesen, dieses große und in der Bonhoeffer Rezeption nicht sehr oft ins Zentrum gerückte theologisch verantwortungsethische Betrachtung eines zentralen ethischen Themas, nämlich der Frage nach dem Verhältnis von Wahrheit und Lüge. Man kann sich fragen, ob das eigentlich heute ein relevantes, ein zentrales ethisches Thema ist. Es ist sicher auf ganz andere Weise zentral als bei Bonhoeffer in der Verbindung mit dieser existenziellen Notsituation um des eigenen Überlebens willen und des Schutzes seiner Nächsten, auf die Preisgabe der Wahrheit verzichten zu müssen. Aber wir haben möglicherweise ganz andere Situationen, in denen Wahrheit auf dem Spiel steht. Und ich will eine uns in anderen Zusammenhängen gegenwärtig sehr beschäftigende Situation ins Zentrum rücken, nämlich die durch die Digitalisierung veränderte gesellschaftliche wie persönliche Situation. Oft wird gesagt, die Digitalisierung sei die große Herausforderung unserer Gegenwart. Es wird aber nur relativ selten gesagt, dass dabei die Frage, wie es eigentlich angesichts der Digitalisierung um die Wahrheit steht, meistens ausgeblendet wird. Die ethischen Debatten, die ich im Zusammenhang mit der Digitalisierung wahrnehme, sind nur selten auf die Wahrheitsfrage konzentriert, obwohl es doch offenkundig ist, dass zu den Manipulationsmöglichkeiten der Digitalisierung auch die Möglichkeit gehört, die Wahrheit zu verfälschen, zu verändern, sie zur Disposition zu stellen. Die Digitalisierung hat in der Tat eine grundlegende Bedeutung. Sie verändert die Kommunikationsformen in einer vergleichbaren Geschwindigkeit wie die Einführung des Drucks mit beweglichen Lettern vor mehr als einem halben Jahrtausend. In den zurückliegenden Jahrzehnten reichten die digitalen Technologien die Arbeitswelt ebenso wie die Privatsphäre einer schnell wachsenden Zahl von Menschen. Die digitale Spaltung der Gesellschaft wurde nicht durch politische oder soziale Maßnahmen, sondern durch technologische Innovationen überwunden.
Der leichte und freie Zugang zu dieser Art von Technologie wird von vielen als eine derart große Chance angesehen, dass sie es hinnehmen, von digitalen Plattformen und Internetfirmen in einem bisher unbekannten Maß kontrolliert und überwacht zu werden. Die meisten Nutzer verweisen auf die mit den neuen Möglichkeiten verbundenen Risiken und Ambivalenzen. Sie verweisen diese Risiken und Ambivalenzen ins zweite Glied oder ignorieren sie ganz. Nicht nur die Kommunikation im weiten Sinn des Wortes, sondern ebenso wichtige Gebiete wie Arbeit, Konsum, Öffentlichkeit, Politik, Mobilität, Gesundheit, Sport, Liebe, Religion, Wissenschaft, Kultur und Krieg sind in wachsendem Maß von Digitalisierung, Robotik, Big Data und künstlicher, also wie die Leute dann meinen, nicht biologischer Intelligenz beeinflusst. Wie eine technologische Disruption dieser Größenordnung in eine bewusst gestaltete gesellschaftliche Transformation eingebettet werden kann, ist eine offene Frage. Bleibt sie unbeantwortet, wird eine große Zahl von Menschen durch solche Prozesse abgehängt oder ausgegrenzt. Und zwar nicht nur sozial, sondern auch emotional und zugleich politisch. Besteht in einer solchen Situation überhaupt die Möglichkeit zu einer solchen gesellschaftlichen Transformation? Manche Debattenbeiträge laufen darauf hinaus, dass diese technologische Disruption notwendigerweise nicht nur eine soziale, sondern auch eine anthropologische Disruption nach sich zieht. Autoren wie der US-amerikanische Futurist Ray Kurzweil oder der israelische Historiker Yuval Noah Harari erklären, dass die digitalen Technologien zusammen mit biotechnologischen Verfahren wie der Genomchirurgie das Zeitalter des Homo sapiens beenden und ein posthumes Zeitalter öffnen werden. Luciano Floridi, ein aus Italien stammender und in Oxford lehrender Philosoph, interpretiert den Übergang zur Dominanz digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien als vierte in der Reihe derjenigen Revolutionen, die für die Moderne charakteristisch sind. All diese Revolutionen verbinden eine wissenschaftliche Innovation mit einer Enttäuschung, einen Fortschritt mit einer Entzauberung. Während die Revolution von Nikolaus Kopernikus deutlich machte, dass der Mensch nicht ein für alle Mal im Zentrum des Universums steht, zeigte die Revolution von Charles Darwin, dass die Menschen nicht von der natürlichen Welt getrennt sind. Und Sigmund Freuds Revolution machte offenkundig, dass wir Menschen nicht vollständig Herr im eigenen Haus und nicht einmal für uns selbst gänzlich transparent sind. Angesichts der vierten derartigen Revolution, für die Floridi den Mathematiker Alan Turing als Namenspatron wählt, müssen wir einräumen, dass wir nicht entkoppelte Akteure, sondern informelle Organismen, Inforks sind, die mit biologischen und technisch hergestellten Akteuren eine Umwelt von grundlegend informationellem Charakter teilen. Der anthropologische Wandel, von dem hier die Rede ist, bildet nicht allein ein Problem der Zukunft. Schon heute beobachten wir eine reduktionistische Revision im Verständnis der menschlichen Person. Durch die Fixierung auf die Fortschritte in der Entwicklung sogenannter künstlicher Intelligenz entsteht ein Sog, der die kognitiven Fähigkeit des Menschen gegenüber anderen Aspekten der menschlichen Existenz isoliert. Auf dieser Grundlage gedeiht die Furcht, dass Menschen von der künstlichen Intelligenz überholt werden, dass sie große Mengen von Daten in weit kürzerer Zeit analysieren kann, als dies dem menschlichen Gehirn möglich ist. Auf die wachsenden Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und Robotik könnte man mit dem US-amerikanischen Psychologen Barry Schwartz allerdings auch folgendermaßen reagieren: Hands and heads are less important. Hearts become more important. Dienstleistungen, die mit Bildung und Ausbildung, Beistand und Pflege, Konfliktregulierung und Heilung von Erinnerungen, Versöhnung und Integration zu tun haben,
sind angesichts der Notwendigkeit, globale Migrationsbewegungen zu bewältigen und wachsende Diversität zu gestalten, dringender denn je. An die Stelle der Furcht, dass künstliche Intelligenz die menschliche überholt, sollte eine kritische Überlegung zu dem anthropologischen Konzept treten, das diese Furcht speist. Kann ein Schachcomputer verstehen, warum sein menschlicher Gegner stärkere und schwächere Tage hat? Kann ein Algorithmus die schwankenden Leistungen von Fußballmannschaften erklären? Dass der Computer hinter solchen Schwankungen Muster erkennt, bedeutet nicht, dass er sie versteht. Den Raum menschlichen Handelns betreten wir erst, wenn wir nicht nur Erfolge und Triumphe, sondern auch Scheitern und Misslingen als Teil der Conditio Humana anerkennen. Es gibt keine Alternative zur Empathie. Wir Menschen gehören nicht nur zur Spezies Homo sapiens, sondern auch zur Spezies Homo sentiens, also nicht nur der weise Mensch, sondern der Mitfühlende, der fühlende und mitfühlende Mensch. Wir sind nicht nur rationale, sondern auch fühlende Lebewesen. Wir sind nicht nur Inforox, sondern auch Empathorax, nicht nur informationelle, sondern auch emphatische Organismen. Die Furcht, dass künstliche Intelligenz menschliche Personen überflüssig machen wird, weil Computer mit riesigen Datenmengen in kürzester Zeit fehlerfrei umgehen können und Roboter bestimmte Aktionen präziser und effektiver ausführen können als menschliche Personen, reduziert diese Personen zu Wesen mit einem Kopf, vergleichbar dem Computer, und mit Händen, vergleichbar dem Roboter. Eine solche Sichtweise vergisst, dass Menschen ein Herz haben, das dabei hilft, mit der Endlichkeit des eigenen Lebens wie des Lebens anderer umzugehen. Notwendig ist also ein integrales, ganzheitliches Bild der menschlichen Person. Mit diesem Vorhaben im Sinn wenden wir uns noch einmal Dietrich Bonhoeffers Antworten auf die Frage zu, was es heißt, die Wahrheit zu sagen. Was ist der Ort der Wahrheit in der Infosphäre? Viele Bücher über soziologische und ethische Probleme der Digitalisierung weisen in ihrem Sachverzeichnis keine Beiträge zum Stichwort Wahrheit auf. Dieses Thema scheint nicht von besonderem Interesse zu sein. Zwar wächst das Misstrauen gegen das Netz, weil es für die Verbreitung von Fake News missbraucht wird. Dabei scheinen die Kriterien für dieses Misstrauen eindeutig und unproblematisch zu sein, nämlich Objektivität auf der einen, Authentizität auf der anderen Seite. Objektivität steht dabei für die Entsprechung zwischen Fakten und Aussagen, Authentizität für die Entsprechung zwischen eigener Identität und der Art der Selbstdarstellung. Das Netz bietet viele vielfältige Gelegenheiten für beide Weisen, mit der Wahrheit umzugehen. Menschen posten und finden im Netz eine Unmenge von Fakten und ebenso eine Unmenge von authentischen Ausdrucksformen für ihre Identitäten und ihre Überzeugungen. Es besteht jedoch eine offenkundige Spannung zwischen diesen beiden Zugangsweisen zur Wahrheit, Objektivität und Authentizität. Zur weiteren Klärung greife ich noch einmal die sechs Thesen auf, in denen ich Bonhoeffers Wahrheitsverständnis zusammengefasst habe. Erstens, die Wahrheit steht für die Offenheit unserer Welt und unserer menschlichen Existenz für Gott. Wir können über die Wahrheit sprechen, weil die Gotteswirklichkeit durch Jesus Christus in die Weltwirklichkeit eingegangen ist. Bonhoeffer beginnt seine Überlegungen zum Verständnis der Wahrheit aus guten Gründen mit deren Relation zu Gott. Auch heute ist es notwendig, die Verbindung zwischen einem universalistischen Ethos und der Gotteswirklichkeit, die die Reichweite der Menschen übersteigt, ausdrücklich zur Sprache zu bringen. Diese Verbindung bildet das Zentrum der jüdisch-christlichen Auffassung vom nach Gottes Bild geschaffenen Menschen.
Dieses Bild Gottes wird gemäß dem christlichen Bekenntnis sichtbar in Christus als dem inkarnierten, gekreuzigten und auferweckten Sohn Gottes. In ihm gibt sich Gott in der Welt zu erkennen. Das eröffnet die Möglichkeit, jeden Menschen in seiner Relation zu Gott zu verstehen. Diese Relation öffnet die Augen für die Unverletzlichkeit und Sakralität der Menschheit in jeder einzelnen Person. Deshalb haben technische Geräte im Verhältnis zum Menschen lediglich eine Assistenzfunktion, digitale Geräte eingeschlossen. Weil dies die Situation ist, in der wir uns heute befinden, gewinnt die Verantwortungsethik, für die Dietrich Bonhoeffer den Weg gebahnt hat, auch wenn er diese Verantwortungsethik nicht mehr selber ausformulieren und ausgestalten konnte, eine ganz herausgehobene Bedeutung. Und deswegen halte ich die Verantwortungsethik Dietrich Bonhoeffers, die ich einleitend skizziert habe, gerade unter den heutigen Bedingungen für die wichtigste Ethikform, die es überhaupt gibt. Ethik muss gerade heute in ihrem Wesen Verantwortungsethik sein. Im Sinne der Verantwortung vor Gott, der Verantwortung für den Nächsten, der Verantwortung in der Lebenssituation, in der wir uns befinden, und der Verantwortung für uns selbst. Die Wahrheit, so ist damit gesagt, hat ihren Ort in den relevanten Beziehungen zu Gott, zur Welt, zu unseren Nächsten und zu uns selbst. Selbstverständlich entwickeln Menschen instrumentelle Beziehungen zu Dingen in der Welt und zu anderen Personen. Gott steht für eine Beziehung zur Realität, die diese instrumentelle Beziehung transzendiert. Deshalb sprechen wir von Gottes Unverfügbarkeit und Heiligkeit. In Analogie dazu erkennen wir diese Dimension auch in unserer Beziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu uns selbst. Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa hebt hervor, dass unser Interesse, eine Beziehung zu der Welt zu entwickeln, in der wir leben, noch nicht ans Ziel gekommen ist, solange wir nur darauf aus sind, über Dinge und Menschen Macht zu gewinnen. Der grundlegende Modus der menschlichen Weltbeziehung besteht vielmehr in der Resonanz oder der wechselseitigen Responsivität mit anderen Menschen. Das ist ein Gedanke, der Bonhoeffer besonders nah ist, weil er darauf ausgeht, dass wir den Menschen in seinem Anderssein ernst nehmen und achten, dass wir die Beziehung zu ihm genauso ernst nehmen wie die Beziehung zu der Natur, in der wir uns bewegen, zu der Schöpfung, die uns anvertraut ist. Wir geraten also zu einem Verständnis für das, was ich die Relationalität menschlichen Lebens nenne. Also die T Tatsache, dass unserem Leben grundlegend Beziehungscharakter trägt. Diese Relationalität ist nicht auf Intersubjektivität begrenzt, verstanden als die Be Bezogenheit von menschlichen Personen aufeinander, sondern die Beziehung zur Welt ebenso ein wie die Erfahrung der Transzendenz. Ein neuer Zugang zur Welt schließt also die Relationalität des menschlichen Personenseins, aber auch die damit verbundene Reziprozität des Wahrheitsbewusstseins ein. Bei Bonhoeffer ist besonders wichtig, den Menschen auch in seiner Leibhaftigkeit wahrzunehmen. Eine Einsicht, die gerade unter heutigen Bedingungen an Gewicht gewinnt. Drittens, die Frage nach der Wahrheit stellt sich in unterschiedlichen Sprechsituationen. Für sie ist die Unterscheidung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten von herausragender Bedeutung. Sie erinnern sich an das Beispiel des Schülers,
den der Lehrer losstellt, indem er die Frage stellt, ob sein Vater ein Trinker sei. Diese Relationalität ist natürlich nicht auf solche extremen Beispiele beschränkt. Sie gilt nicht nur für private Kommunikationen, sondern ebenso auch für öffentliche. Private wie öffentliche Kommunikationen, das haben wir uns bereits deutlich gemacht, verändern sich grundlegend unter digitalen Bedingungen. Es kommt alles darauf an, dass wir auch in dieser Situation die Relationalität menschlichen Lebens ernst nehmen und in der Art und Weise, in der wir digitale Geräte oder Kommunikation nutzen, den Respekt vor der Integrität der anderen menschlichen Person achten. Wenn man diesen Gedanken ausspricht, dann ist klar, wie viel Korrekturbedarf im Umgang mit digitalen Geräten und Angeboten gerade heute besteht. In vielen Hinsichten erweist sich die Achtung und der Respekt für die Privatheit der einzelnen Person als etwas, was in außerordentlicher Gefahr ist. Man kann die Blind Copy als eine der symbolischen Formen verstehen, in denen Privatheit zur Illusion wird. Viele Menschen teilen im Netz Themen, die ihren angemessenen Ort im geschützten Bereich des Privaten haben. Gerade solche Informationen werden durch die Plattformen und deren Algorithmen besonders effektiv für wirtschaftliche und andere Zwecke genutzt. Das Recht auf Privatheit wird heute nicht nur durch autokratische Regime beeinträchtigt, sondern mehr noch durch die Selbstverletzung derjenigen, denen das Recht auf Privatheit zukommt. Gegen diese Selbstverletzung gibt es keine rechtlichen Handhaben, weil sie sich freiwillig durch den unbehinderten und kostenlosen Gebrauch von Internetplattformen oder digitalen Netzwerken verziehen. Viertens, Wahrheit ist nicht einfach die Übereinstimmung zwischen Sachverhalt und Aussage. Ihr liegt vielmehr eine dreifache Relation zugrunde, die die reale Situation den Fragenden mit seinen Fragen und den Antwortenden mit seinen Stellungnahmen umfasst. Die Wahrheit ist in die Wirklichkeit eingebettet. Zu den Schlüsselbegriffen von Dietrich Bonhoeffers Ethik gehört der Begriff der Wirklichkeitsgemäßen. Die Suche nach Wahrheit zielt auf ein Verständnis der Wirklichkeit, das uns dazu befähigt, in dieser Wirklichkeit verantwortlich zu handeln. Unterschiedliche Mittel können dafür in Anspruch genommen werden. Das Internet selbstverständlich eingeschlossen. Die Frage heißt, ob wir die Art und Weise, in der wir mit diesem Instrument umgehen, an den Kriterien der Wahrheit und der Wirklichkeit orientieren. Fünftens, Wahrheit bezieht sich auf eine von Konflikten durchzogene Welt. Die Wahrheit zu sagen bedeutet, Konflikte aufzuklären, um so einen Weg zur Versöhnung zu bahnen. Wahrheit zielt auf Versöhnen. Wir alle erinnern uns an das Beispiel nach dem Ende der Apartheid in Südafrika, das der Initiative und in der Organisationsform, die über eine einzelne Kommission weit hinausgeht, einen Neuzugang zum Leben miteinander im Geist von Wahrheit und Versöhnung zu erreichen. Das ist in der ganzen Welt bekannt geworden. Versöhnung und Wahrheit sind zugleich Schlüsselgesichtspunkte, die schon bei Dietrich Bonhoeffer auftauchen. Nur in selbstkritischer Offenheit und in der Bereitung zur Heilung der Erinnerung kann die Wahrheit zur Versöhnung beitragen. Und schließlich sechstens, vergessene Wahrheit kann nicht ein Teil lebendiger Beziehungen sein. Vergessene Wahrheit kann nicht zur Versöhnung beitragen. Es gehört deshalb zum Wesen der Wahrheit, dass sie erinnert wird. Dafür ist nicht nur die Erinnerung
an Dietrich Bonhoeffer von großer Bedeutung. Dafür ist auch von großer Bedeutung alles, was wir im Blick auf das Urteil der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die auf das Leben von Dietrich Bonhoeffer sich so intensiv ausgewirkt hat, geschehen ist. Mit der Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz und anderen Konzentrationslagern und mit anderen Beispielen für das Ungeheure, was Teil unserer Erinnerungskultur sein muss, ja nicht nur die Rettung durch eine neue Staatlichkeit, eine neue Verfassung, die gerade in diesen Tagen so gefeiert worden ist, dass in Deutschland gefeiert worden ist, sondern in vielen anderen Zusammenhängen müssen wir an diese dunklen Seiten uns erinnern. Die letzten Lebensstationen Dietrich Bonhoeffers stehen auch dafür. In Buchenwald war er im KZ und in Flossenbürg ging sein Leben zu Ende. Nur wenn ein solches Erinnern Kraft entfaltet, kann Wahrheit zu einem Leben beitragen, das durch Resonanz geprägt und auf Versöhnung und Frieden ausgerichtet ist und dies auch im digitalen Zeitalter. Mit diesem Beispiel wollte ich Ihnen deutlich machen, dass Bonhoeffers inspirierende Kraft bis zum heutigen Tag in beidem besteht, in den Anregungen zu neuem Denken, wofür ich bestimmte Aspekte seiner Ethik als Beispiel genommen habe, und mit dem Beispiel seiner Person, für die in vielen Regionen der Erde Ermutigung ausgegangen ist. Am eigenen Ort mit den eigenen Möglichkeiten für Wahrheit und Versöhnung einzutreten und sich dadurch von Bonhoeffer ermutigen zu lassen. Auch wenn man im eigenen Tun nicht einfach sich einbilden kann, man könnte Rezepte von Bonhoeffer übernehmen. Sein Wirken war zu einer anderen Zeit und unter anderen Bedingungen. Aber seine Inspiration kann uns beflügeln. Und sein systematisches Denken, das für mich in der Verantwortungsethik kulminiert, kann uns dazu ermutigen, eigenes Nachdenken, eigene Wege zu gehen, um für uns das zu tun, was heute notwendig ist, ermutigt von Dietrich Bonhoeffers Denken und Handeln, von seinem Glauben und seinem Vertrauen.